So, mal ganz schnell in die Kirche abspeichern und gucken, was denn der König will. Was kann ich für dich tun? Sichern. Ach man, Leute, ey. Habt ihr die Fick, hab alles falsch gemacht. Gerade, was ist hier los? Ich bin zu schwach, ich halte das nicht aus. Seit der Sache mit der Nordkröte hat sich der Prinz verändert. In Rosalkas ist alles okay. In Rosalkas ist alles okay. Der König will mit dir sprechen, er hat dir viel zu erzählen. Der König wird dir mehr dazu sagen. Die Sache scheint sehr, sehr ernst zu sein. Sprich mit dem König. Maxim, schön, dass du da bist. Mein König, darf ich fragen, was du mit Gardes besprochen hast? Sicher, es war eigentlich kein Gespräch, eher eine eindeutige Warnung. Was hat Gardes gesagt? Eine Zeit voller Angst und Schrecken beginnt. Er wird die Hobo-Insel im Meer versenken. Als Anfang. Was? Die Hobo-Insel versenken? Auf der Insel liegt doch Pandoria! Er sagte, er wolle auch das Königreich Rosalka dem Erdboden gleich machen. Oh nein, doch was verlangt er von dir, mein König? Nichts. Rein gar nichts. Das verstehe ich nicht. Ist er einfach so böse? Er wollte nichts. Das ist keine Erpressung. Es ist eine Warnung. Er zerstört einfach nur so ohne Grund? Das ist die ganze Story. Maxim, du begleitest mich doch, oder? Schon, aber... Aber was? Aber ohne Tier und Seelan? Höre ich richtig? Pandoria ist in Gefahr? Ich kämpfe an deiner Seite. Danke, doch meine Antwort ist nein, diesmal nicht. Warum nicht? Aber du weißt doch, wie gut ich im Kampf bin. Versteh doch, Seelan, der Kampf wird kein Kinderspiel und Maxim weiß das. Maxim ist ein schöner Trottel, wir brauchen doch unsere Healer und Spellcaster. Was ist denn mit ihm? Jetzt hörst du mir mal zu. Kampf, Gefahr? Na prima, wir kämpfen doch für ein gemeinsames Ziel. Tut mir leid, es geht nicht. Außerdem gibt es andere Dinge für dich zu tun. Zum Beispiel, geh zurück nach Pandoria und erzähle allen, was sich zugetragen hat. Bring sie in Sicherheit. Bitte, nur dir werden die Leute glauben. Okay, aber es ist das erste und letzte Mal, dass ich klein beigebe. Du verstehst das auch, oder? Überhaupt nicht, ich werde mit dir gehen. Du hast hier kein Erdbeben machen. Egal, wie groß die Gefahr sein mag. Oh, Tia. Nun gut, ich war etwas stur, doch versprich mir, dass du lieber nicht zurückkehrst. Ich warte. Versprochen. Seelan, bitte pass gut auf Tia auf. Ja klar. Dann sind wir uns ja einig. Warum trennen die sich denn jetzt? Ist zu gefährlich jetzt. Quatsch, ey. Ich wollte dir meine Schwertkünste zeigen, doch das Schicksal ruft. Du erzählst allen, wie stark du bist, doch jetzt rennst du einfach davon? Ich. Wenn du so stark bist, wie du erzählst, dann wird der Sieg dein sein. Das Duell kann warten. Okay, ich werde dich nicht enttäuschen. Was? Ziemlich düster Mann! Geil, Typi! Na Maxim, schön dich wiederzusehen. Zeit, dass ich wieder dabei bin. Mit deiner Schwester alles in Ordnung? Ja, sie liegt zwar noch im Bett, aber es geht ihr viel besser. Sie hat wieder einen Mordsappetit. Es wird Zeit, mal wieder ein paar Gegnern das Fürchten zu lernen. Ohne Frauen, ohne Weiber, yeah! Allerdings, hatte ich die Abenteuerlust zurückgetrieben? Nicht ganz. Ein Brief des Königs, er braucht meine Hilfe. Ich kam so schnell ich konnte. Ich wusste nicht von einem Brief. Maxim, wer ist das denn? Das ist Typ. Wir kämpfen Seite an Seite. Er musste zurückkehren, da seine Schwester sehr krank war. Ich verstehe. Fein, mein Name ist DK. Hat er gerade einfach Schön, jemanden zu treffen, der mit dem Schwert umgehen kann. Ja, der hat aber leider Axt. Ich bin ein Typ. Das war ziemlich knapp. Wir hätten leicht ein paar Schrauben abbekommen können. Haha, nur keine Panik. Herzlich willkommen bei uns, Typ. Es ist toll, dass ich wieder mitmischen kann. Gardes hält sich im Turm im Osten auf. Ohne eure Hilfe ist er nicht zu bezwingen. Ich wusste schon immer, dass es einmal zum Kampf mit Gardes kommen würde. Ich bin bestens gerüstet, Mann. Warum will er denn die Mädels nicht dabei haben? Geil, DK, jetzt geht's los. Manpower, ja! Also, Maxim, dann mal ran an den Feind. So sei es. Wir werden Gardes das Fürchten lernen. Auf geht's! Aber ohne Healer! Richtig so. Gemeinsam werden wir es schaffen. Genau das will ich hören. Genug geredet, wir lassen jetzt Tat sprechen. Tapfere Krieger, wie aufregend. Mein Herz erzittert. Ist ja klar. Ist ja klar. Seelan, ich habe Maxim noch nicht aufgegeben. Wie?
Wir sollten uns auf den Weg nach Pandoria machen. Da hast du recht. Also, passt. Also, auf nach Pandoria. Bitte, Maxim, sei sehr, sehr vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Sei du es auch, Tia. Versprochen. Auf jetzt! Guy und TK schießen sich an! Aber so, warum ist die Mädels einfach weg müssen? Okay, Selan kann ich vielleicht verstehen. Aber man könnte auch einen Brief schreiben. Alter, guck mal, der ist Level 20, hat fast 300 KP und hat ohne Axt. Ja, okay, dann rüste ich ihn gleich mal nicht mit der Axt aus, ne? Obwohl ich kurz mal gucken will, er kann die Donner-Axt halt auch ausrüsten. Ja, nee, okay, komm, dann kriegt er die. Kriegt einfach 52 mehr Angriff dazu. Er ist ja schon, der sind beide ultra stark. So, kriegst erstmal du, alles klar. Seid ihr inzwischen noch was anderes für dich? Müssen wir da fast nochmal einkaufen gehen, ey, um zu gucken, ob der noch irgendwas hat. Zombie-Ring, Muskelring. Guck mal, der hat den Jaguar-Ring und der hat auch einen. Nee, halt, weil. So, hier, guck mal, dann kann ich ihm noch ein bisschen was hier boosten. Guck mal hier. Muskelring, geil. Cool. Jetzt geht's los. Hey, Kaffeetante, danke schön für dein Reset. Dankeschön. Bitte besieg Gades, ich weiß sonst keinen Ausweg mehr. Ich bin so verzweifelt und am Arsch. Sind der König, reiß dich mal zusammen. So, ey, was ist das denn, ey? So, kurz mal gucken, ob da irgendwas Schönes holen kann für DK. An Rüstung. Guck mal, ein Kettenhemd, ey. Kettenhemd ist doch ziemlich geil. Hoppala, nein, nur eins. Er kann doch richtig viel noch dazu kriegen, ey. Boah, ein Sturzhelm, ey. Er hat über 200 Verteidigung. Alles klar. Jetzt sind bestimmt seine ganzen krassen Wutattacken weg, aber ist egal. Ist egal. Jetzt soll ich vielleicht mal gucken, was der kann. Jetzt, nachdem ich alt ausgerüstet habe. Ah, nee, ich werde jetzt mein Vieh noch füttern. Mann, der will einfach nichts. Pfui. So, sorry, noch mal kurz gucken. Status. Raus. Okay, guck gleich nach dem Kampf. Auf nach Osten, Leute. Wir müssen in den Turm. Aber war hier auch noch hier unten irgendwas? Ich guck mal schnell. Oh mein Gott, schon wieder so eine Typen. Also, was kannst du denn? Wasserfontäne, Aura-Schutz. Also die magische Abwehr. Ja, bestimmt krasse Sachen, die ich jetzt aber weggemacht habe, ne? Ist ja nicht so schlimm. So, der ist ja ultra stark. Aber ist er auch schnell? Nein, jetzt bestimmt nicht, aber okay. Alter, geil, was sagst du eigentlich dazu, dass Avoir jetzt anders aussieht? Voll geil. Hat DK jetzt überhaupt angegriffen? Krafttropfen, Alter. DK, Level up! Der 17 KP und 7 Stärke, was ist denn mit ihm? Übelst ein Monster? Die sind alle nicht mehr wütend, Leute. Die sind alle nicht mehr wütend. Jetzt mal ein bisschen, ja, schön Wut sammeln, Leute. Wut sammeln. Hossa! Greifen die gar nicht an, ist ja so langsam. Okay, das ist aber in Shaggy Waggy irgendwie schon krass. Chili, danke schön, dass du deinen Zapfer schenkst. Dankeschön. Oh nein, der heilt sich selber. So, den haben wir. Da holen wir mal. Ein cooler Effekt über seiner neuen Axt. Jetzt aber, was ist denn hier los? Bringt doch gar nichts, sie so zu heilen. Nee, okay, ist nichts weiter, dann gehen wir einfach mal direkt nach Osten. Die leben einfach vor so einer riesen Wüste einfach. Okay, zeig mal, dass ihr so eine Viecher machen könnt. Wenn wir jetzt schon unsere Magier einfach weggelassen haben. Ja,
Jetzt ich, wir müssen Maxim so als Healer dabei, ey. Naja, okay, kriegt er schon. Oh, der B doch keine MP, einfach nur Damage-Ballerer. Alter, ist der stark. Na, ich werde schon mal gucken. Was hat Maxim bufft die einfach alle? Aua, das tut weh. Oh! Achso, ist ja, die sind ja Bodenviecher. Die haben keine. Ich mach den nüscht. Okay, da muss er einfach wütend werden. Nee, scheiße, was macht er denn jetzt? Er kann nichts machen. Dev. Strom ist nicht effektiv gegen diese komischen Sanddinger, Mann. Aber Fumi haut voll rein. Und der tankt einfach. Geil, wer hat abgenommen? Der hat's drauf, Alter. Okay, einfach angreifen ist jetzt egal. Chuck! Alter, 1-3, Alter. Ich muss eigentlich hier. In der Wüste kann man richtig geil trainieren. Ich fühle mich richtig schwach. Da ist nochmal so eine Tür? Wo mag es da denn hingehen? Was? Daneben. Avor wehrt ab. Avo hat keinen Bock. Okay, der Tipp schön für Erfahrungspunkte, Leute. Ah, außer wir sterben. Und greifen alle Fumi an. Alter, die Geräusche, ey. Geil. Kloppt ihn, Alter, kloppt ihn. Husse. Geil, Level up, KP um 11, Stärke um 4, sehr gut. Was ist denn jetzt hier? Tempel nach Alea. Gades befindet sich in dem Dom. Hier war er zum Glück noch nicht. Ihr kommt hier nicht durch. Nee, ihr kommt hier nach Alea. Aber noch nicht so. Der Ahnenturm. Oh, hier sind nette Typen. Ein Mann landete auf den Turm. Kann es Gades gewesen sein? So, gleich der nächste Dungeon, ey. Schiebe die Säule an eine Wand und es öffnet sich ein Weg, wie von Geisterhand. Ist ja schon offen. Okay, aber ganz kurz mal durchheilen, glaube ich. Ist nicht schlecht. Bin ich hier echt mit den Beinen hier, die nicht zaubern können, ey. Alter, der 300 Energie! Tja, krank. Einfach an diese Wand? Falsch. Okay, Moment. Kurzer Resetten. Das war die falsche Wand. Ich schiebe die Säule an eine Wand. Und dann öffnet sich ein Weg. Alter, was ist das für eine Säule? Krank. Was ist das denn für eine... Was? Einfach Quatsch, Quatsch. Oh, wie gemein. Alter, was sind jetzt hier für Viecher? Komm her, yeah! Erdviper. Scheiße, der hilft da bestimmt auch nicht. Mein Dings hilft da bestimmt auch nicht dagegen. Na komm, ich hab da Tropfen. Das ist da bestimmt auch Elektro. Kein Damage. Tropfen Wasser, Alter! Alter, eine Erdviper, Mann! Oh, was sind die so stark?
Kuh ist gleich tot. Okay, genau, er macht doch Schaden. Okay, gut. Alle Ruf auf ihn! Fumi, stellen! Reiner Klopp-Dungeon, der will es einfach aufkloppen. Husse! Schön, oder Bulle hier. Oh, Toro! Natürlich ist es nicht El Toro. Ne? Wasserfontäne. Scheiße, ey. Aua! Dampfhammer, Alter, richtig fies. Wasserfontäne ist das Slash. Okay, okay, zack! Okay. Jetzt wird's aber trotzdem langsam. Der Mann, ey, Fumi wird richtig weggeboxt. Fumi-Schlag. Alter, stark ist er aber. Ich muss echt mal wieder ein paar Gegner mehr mitnehmen, ey. Okay, der hat gerade die Dings geöffnet. So, willst du was Leckeres essen? Kukidi. Willst du nicht irgendwas essen? Feuerball? Jetzt, der will gar nichts mehr essen jetzt, ne? Das ist alles scheiße und eklig. Eine Schürze. Gut. Tablet. Warte, willst du bitte... Mann! Mini-Schild, oder? Was hat zwei Sachen? Ist er doch weiterentwickelt. Oh, jetzt wird ein Holzschild. Oh, perfekt. Er will ein Holzschild. So, das ist doch weiterentwickelt jetzt, oder? Jetzt kriegt er einfach so einen Kopf und lacht ganz dumm, oder was? Jetzt einfach so ein Schneemann. Was ist er denn jetzt? Rasse neutral, Rang 3. Oh, jetzt kann er eine Kopfnuss, kann er jetzt machen. Wie das aussieht. Na gut, okay. Ich greife zuerst an, wie die aussehen, Killer-Kürbis. Okay, erstmal alle ruf auf ihn! Er nimmt einfach so ein Schaummonster irgendwie. Ja klar, einfach ultra stark. Wir müssen einfach alle rauf, sonst kommt da keiner mit klar. Hussa! Oh! Kürbis wehrt ab. Zerslash! Cool. Moment mal. Also ich muss da drauf stehen. Dann geht die Tür auf, aber so eine Säule nicht. Vielleicht ist auch hier wieder eine Wand zum Durchschieben, zum kaputt machen. Ist doch verrückt! Hä? Oder ist die Tür einfach offen? Nee. Einfach eine Wand zum Schieben ist. Ich will jetzt auch keinen Fehler machen, weil wenn ich wieder rückgängig mache, ist dieser komische Gegner wieder da. Der Kürbis-Heini.
Säuleruf machen bringt nichts. Na, diese Säulen haben wir ja gesehen, die können halt Wände einrufen. Deswegen probier's einfach mal. Hä? Was zur Hölle? Was soll das sein? Klingt doch gemein.